Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Okay, wir sind immer noch in Zizaks Nest, nachdem wir unsere letzten Verhandlungen mit Zizak ein bisschen Aha. hinterhergegangen sind. Oh, clumsy Kithi, disturb the web. Ja. Capture the interlopers. Ja, das kennen wir alles. A free Kithling stalks the nest, thoughtlessly killing Sisak's clutch. What is this one's purpose? Sisak asks. Was ich mache, geht dich gar nichts an. Concern? Concern? Sisak does not know the word. Trespass, Sisak likes. Feast, too. Angehen, angehen. Das Wort hat Sisak noch nie gehört, aber ich weiß ein Wort, das Sisak gefällt. Eindringen. Und noch eins. Festschmaus. Tender, juicy intruder cannot leave. Sisak must end its trespass. The contract says. Der zarte, saftige Eindringling darf nicht weggehen. Sisak muss seine Übertretung beenden. Das Vertrag sagen. Es gibt keinen Grund, warum dies in Gewalt enden sollte. Warum greifst du mich an? Seems confused. Sisak will humor it. Kennen wir schon? Sightless eye. What but soon Sisak's clutch will leave. This one needs only wait until the hoarder is grown thick and strong and screaming. Sisak's progenitor even signed stupid, flimsy kith paper that says so. Ja, also zerreiß den Vertrag und lass mich gehen. Sisak would not risk the wrath of the eyeless face. This one has his clutch and hatchlings to consider. Ja, Sisak würde niemals den Zorn des augenlosen Gesichts riskieren. Schließlich muss meine Fähigkeit an sein Gelege und seine Schlüpflinge denken. Das klingt so, als hättest du einen Vertrag unterschrieben. Wie wäre es, wenn ich ihn für dich finde? Then the smelly kith could read. Ja, ja. No. Okay. Also wir können nicht mit ihm so verhandeln. Vielleicht brauchen wir vorher den Vertrag. Also ja, ich weiß, ich lade jetzt neu, anstatt dass ich mich mit ihm rumkloppe. Aber wir wollen ja alles Mögliche ausprobieren. Und wir haben Sisaks Vertrag ja nicht. Und so wie es klingt, hat Sisak ihn selber auch nicht. Gut, das heißt, hier sind wir erstmal fertig. Also geht's jetzt runter. Zu den unteren Ebenen der Sammlung. Toll, dass immer mein Hund zurückbleibt. So nach dem Motto, yay, ich bin frei. Und dann wird er mir einfach hinterher geportet und denkt sich so, Mist. So, wir sind wieder hier unten. Da kommen wir nicht rein in die Fleischverwaltung.
Ja, das Kind will ich eigentlich auch nicht einfach so töten. Betritt die Archive, Schreien der Dunkelheit. Ja, finde die Quelle der Schreie, schwindender Verstand. Ja, Berkana muss ich auch noch irgendwie retten. Da sehe ich die Fallen. Also hier und hier. Palegina hat jetzt gerade... Wie viel Wahrnehmung? 16. Wenn ich hier einen Rieselschwamm gebe, kriegt sie 19. Ich hoffe mal, dass das reicht, um die Fallen zu entschärfen. Ja. Hey, I'm here. Of course. Okay. Gut. Und da fällt mir ein, das wirkt wie lange? Ah, wahrscheinlich nicht lang genug. Was haben wir da jetzt eingesammelt? Ah, ein Auge. Ernsthaft, was haben wir da eingesammelt? Attrap waren wahrscheinlich, ja? Happily. Das Auge ignorieren wir mal kurz. Ich weiß nicht, kriegen wir Palegina? At one. I'm here. What can I do? Innerhalb der Zeit nochmal hier hoch. Wenn ich benutzen wir noch einen Rieselschwamm, aber 2 Minuten dürfte gut ausgehen. You must gather your party before venturing forth. Eingang der Versammlung. Ich hoffe mal, der Buff geht jetzt nicht weg. Oder tickt gerade weiter und vertickt sich. Aber ich will mal gucken, ob sie jetzt mit der Wahrnehmung die Fake-Wand öffnen kann. Die wir da noch haben. Komm, lade. Hebt noch knapp 2 Minuten und die Wand ist direkt da. Weil die Wand ist fake, das kann mir keiner sagen. Bingo! Dieser Abschnitt der Mauer sieht schwächer aus als der Rest. Die Ziegel wirken abgenutzt und der Mörtel mürbe und löchrig. Ein verbaster Zettel klebt auf den Stein. Darauf steht, auf Ingvitanisch geschrieben, diese Mauer ist wie alle anderen Mauern. Und dafür brauchen wir Palegina. Die Mauer untersuchen. Fehlschlag auf Mechanik, ich bräuchte 17 und Hagrim hat 12. Ja, die Mauer umstoßen, Idee, mach mal.
Der wirft sich mit einer Schulterfang gegen die Wand, nur um gleich darauf einen Schmerzensschrei loszulassen. Dann begleitet er sich den Arm. Okay, Edea wurde verletzt. Eine Implosionsladung platzieren. Alof zieht ihm so sozusagen aus der Tasche, lässt sie vor deinen Füßen auf den Boden fallen. Die Zeit scheint still zu stehen. Du springst in dem Moment weg, als ein schrilles Geräusch die Detonation der Ladung ankündigt. Du spürst, wie sie dich kraftvoll zu sich zieht, während Geräusch von der Decke auf deinen Rücken und deinen Schultern regnet. Yay, wir wurden alle verletzt. Klaffendes Loch in der Mauer. Aha. Das ist nicht so gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte. Ganz und gar nicht. Das war großes Autsch. Wer hat hier eigentlich den höheren Athletikwert? Du hast 11 und du hast 10. Okay. Wir haben nicht zufällig etwas, womit wir Athletik pimpen können, oder? Doch, da müsste es doch irgendwas geben. Ach, alle Verletzungen entfernen. Pilzgalle, Hitzebombe. Blitzbombe, Sehnessenz. Ich müsste hier mal Ordnung machen, ey. Zwef. Ja, plus 3 Wahrnehmung. Macht, Gewandtheit, Verfassung. Genauigkeit, Aktionsgeschwindigkeit. Trank der Abgestimmten selbst, davon habe ich dann noch welche, also kommt das mal dazu. Hier wäre was mit Athletik. Aber ich glaube, selbst dann würde es nicht ausreichen, außer ich gebe Palegina und Idea was davon auch. Versuchen wir es einfach mal. Was soll im schlimmsten Falle passieren? Außer, dass sich der wieder die Schulter ausrenkt. Tell me. So. Kennen wir alles. Mauer untersuchen. Bringt wahrscheinlich nichts mehr. Ne. Mauer umstoßen. Idea. Erfolg. Yay. 8 Basis plus 9 Gruppenhilfe plus Tiefgraben plus Salve des Animalismus plus Kämpfer. Gut. Mit lautem Grunzen wirft sich Edea mit einer Schultervorhang gegen die Mauer. Sie bricht unter deinem Begleiter zusammen, der mit einem Schrei vor der Dunkelheit dahinter verschluckt wird. Okay. I don't think this came from the world above. No, it was made here. Does this look staged to you too? Ich glaube nicht, dass das von der Welt über uns kam. Nein, das stammt von hier. Sieht das für dich auch gestellt aus? Meeresdrachenschuppe. Magma-Drachen-Gurgelstein. Und jede Menge Leichenteile. Wahrscheinlich immer noch nichts.
Ja, Vitag-Wächter. Wait, look there. So, schnell durch.